Was hat denn der Primarch noch zu sagen? Commander, danke, dass ich Ihr Schiff benutzen darf, bei diesem Plan mitwirken kann. Garrus sagt, er muss sich um die Waffensysteme der Normandy kümmern. Kalibrierung oder so. Klingt nach Garrus. Leider begleitet uns die Asari-Ratsherrin nicht. Sie sagt, es gebe zu viel böses Blut mit den Kroganern. Könnte sein. Aber es gibt viel mehr Blut. Echtes Blut. Wenn wir es nicht versuchen. Wenn Sie das so sagen. Je früher der Gipfel, desto früher wissen wir Bescheid. Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen? Er hat auf jeden Fall verdammt recht mit dem, was er sagt. Ich verstehe, dass das eine schwierige Zeit ist, Primarch, aber die Erde geht ohne Verstärkung unter. Kann ich noch auf Sie zählen? Wenn die Kroganer uns auf Pelewyn helfen, haben Sie mein Wort darauf. Das ist ein Anfang. Wie fühlen Sie sich als Primarch? Anders als erwartet. Die Schlacht der Schlachten tobt auf Pelewyn. Und ich lese Lichtjahre davon entfernt Verlustberichte in Millionenhöhe. Ich möchte bei meinen Soldaten sterben, damit sicher ist, dass wir bis zum letzten Mann gekämpft haben. Also ich glaube, wenn du sterben willst, das ist dann nur eine Frage der Zeit. Ich verstehe. Die Erde zu verlassen, um sie zu retten? Selten ist mir etwas so schwer gefallen. Das überrascht mich nicht. Garrus hält viel von ihnen. Sie wollten nie ein Anführer sein, aber ihr Volk stirbt, wenn sie sich weigern. Unsere Lage ist ziemlich ähnlich. Hoffentlich gewähren uns die Geister die Stärke, das alles durchzustehen. Naja, falls Glauben da noch irgendwas machen kann. Wie sieht's aus auf Pelewyn? Die Verluste sind schockierend. Die Reaper setzen unsere eigene Taktik gegen uns ein. Den Feind mit einer Übermacht vernichten. Genau wie auf der Erde. Der Stratege in mir bewundert ihre Rücksichtslosigkeit. Der Turianer in mir sieht die Zerstörung von 15.000 Jahren Zivilisation. Meiner Zivilisation. Unserer Zivilisation. Wie fühlen Sie sich als Primarch? Ups, das hatte ich schon. Ich möchte. Ja. Und meine bei der Erde. Ups, da habe ich aus Versehen eine Sache mehr weggedrückt. Egal, das passt schon. Man verwirrt sich hier so leicht. Ich drehe mich einmal im Kreis und weiß nicht mehr, wo ich bin. So, können noch mit Garrus reden und können sowieso mal wieder. Commander, Edi ist offline. Was meinen Sie mit offline? Ich weiß nicht. Sie antwortet nicht und die KI-Kerndiagnose streikt auch. Sie sollten runtergehen. Auf Deck 3. Cerberus hat einen Abschaltbefehl. Commander, die Kommunikationssysteme drehen durch. Was auch immer da los ist, es geht von Deck 3 aus. Versuchen Sie, Edi zu erreichen. Ich überprüfe den KI-Kern. Was da auch am Werk ist, es hat Edi offline geschaltet. Commander, Feueralarm im KI-Kern. Gehen Sie runter auf Deck 3. Ja, beruhig dich. Wenigstens kann ich noch meine E-Mails abrufen. Thane. Nuratanor, ist das korrekt? Shepard, ich habe angerufen und Nachrichten geschickt, aber keine Antwort erhalten, da die Kommunikationssysteme der Erde ausgefallen sind. Wird das hier wohl auch nicht durchkommen. Aber ich habe ein Gerücht gehört, dass die Normandy, die hier auf der Citadel angedockt hat. Sind sie am Leben? Ich bin im Huerta-Krankenhaus unter dem Namen Terna Nuara. Entschuldigen Sie bitte das Versteckspiel und die Verschlüsselung dieser E-Mail, aber in meinem Beruf macht man seinen Aufenthaltsort nicht publik. Schon gar nicht, wenn man in schlechter gesundheitlicher Verfassung ist. Wir sollten uns treffen, bevor die Umstände uns wieder trennen. Thane. Okay, da will ich auf jeden Fall hin. Aria T'Loke, ich habe einen Vorschlag für Sie, Shepard, den Sie bestimmt nicht ausschlagen wollen. Ich bin in einem Nachtclub auf der Citadel, der Purgatory heißt. Lassen Sie mich nicht zu lange warten. Aria. Shepard, ich muss etwas Wichtiges mit Ihnen besprechen. Es ist heikel, also brauchen wir ein wenig Privatsphäre. Ich werde die entsprechenden Vorkehrungen in Kürze treffen. Besuchen Sie mich in der Zwischenzeit in diesem grauenhaften Purgatory auf der Citadel. Ich habe einige Ideen, was Ihren Krieg betrifft. Aria T'Loke auf der Citadel? Was macht denn die Herrscherin von Omega auf der Citadel?
Ashley Williams, Commander. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Udina will, dass ich ein Spectre werde. Verrückt, ich weiß. Ich mag Udina nicht besonders. Willkommen im Club. Aber das mit dem Spectre kann er durchdrücken. Er drängt auf eine Antwort, aber ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich kann noch nicht mal aus dem Bett aufstehen und dann sowas. Ich habe ihm gesagt, ich würde darüber nachdenken. Falls Sie mal in der Nähe der Citadel sind, schauen Sie doch im Krankenhaus vorbei. Mir fällt hier die Decke auf den Kopf. Ashley. Okay, wir müssen auf jeden Fall ins Krankenhaus der Citadel. Ex-Cerberus haben wir ein bisschen. Schön. Okay, warte. Edi. Kudek. Wenigstens funktionieren die Fahrstühle noch. Bestimmten Zielfernrohr Mods auf ihrem Präzisionsgewehr behalten sie trotzdem den Überblick. Ah, okay. KI-Kontrollkern. Hat das eigentlich Auswirkungen auf Liara? Das will ich jetzt mal ganz kurz rausfinden. Shepard, was ist da los? Shepard, was ist da los? Was? Edi, Sie sollten schnell dahin gehen. Edi, Sie sollten schnell dahin gehen. Noch was? Edi, Sie sollten schnell dahin gehen. Ist ja gut. Okay, aber ihre Systeme scheinen nicht mit denen der Normandy gekoppelt zu sein. Na gut, würde mich auch wundern, wenn sie eh die Zugriff auf ihr System lassen würde. Jack was? Ist alles okay? Keine Genau Ahnung. das werde ich herausfinden. Die automatischen Systeme haben das Feuer eingedämmt. Es müsste jetzt sicher sein, reinzugehen. Wir folgen Ihnen. Da lag doch der Körper von Cerberus drin, oder? Kann ich mir nicht irgendwo eine Waffe holen? Joker, was ist das? Feuerlöscher, Commander. Vielleicht ein elektrisches Feuer oder so. Ich kläre das. Edi, was ist denn? Möchten Sie über ein spezielles Thema sprechen, Shepard? Edi? Ja. Sie sind in Dr. Ivas Körper. Nicht ganz. Aber ich kontrolliere ihn. Der Übergang war holprig. Okay. Interessant. Edi hat jetzt einen Körper. Joker wird sich freuen. Übergang? Wir hatten eine Zeit lang keinerlei Kontakt. Korrekt. Als wir diese Einheit an Bord brachten, habe ich in ihrem Speicher Informationen über das Proteaner-Gerät gesucht. Dabei habe ich eine Falle ausgelöst. Notstrom und zusätzliche CPU wurden aktiviert und die Einheit wollte mich angreifen. Zum Glück erhielt ich Systemzugriff und konnte alles nach Bedarf umfunktionieren. Dabei kam es zum Stillstand, daher das Feuer. Also eine mobile KI. Also eine mobile KI ist ein Problem. Edi als mobile KI, also eine gegnerische mobile KI, aber Edi in dem Körper, den Cerberus neu entwickelt hat. Schon geil. Also geil und hilfreich ist es außerdem. Nun, wenn wir dadurch jetzt Zugriff auf die Proteaner-Daten haben, gute Arbeit. Ja, das war auch meine Überlegung. Wenn Sie jetzt da drin sind, was ist dann mit dem Schiff? Ich existiere hauptsächlich im Schiff. Zur Steuerung sollte diese Einheit in Funk- oder Tidebeam-Reichweite der Normandy bleiben. Wollen Sie mit diesem Körper irgendwo hin? Die Normandy ist nicht für jede Situation optimal bewaffnet. Diese Plattform könnte begrenzte Bodenunterstützung leisten. Sie meinen, Sie könnten also mit uns kommen? Ja, dieser Körper kann Sie an Orte begleiten, die Normandy nicht erreicht. Das klingt schon mal gut. Ich meine, der Körper wird optimal vorbereitet sein auf Kampfsituationen. Er ist schließlich von Cerberus. Und ich vertraue Edi, dass sie keinen Scheiß baut. Deswegen. Aber trotzdem vorher testen. Es können immer noch Fallen drin sein, ne? Ich meine, Cerberus geht ja meistens auf Nummer sicher. Vorher müssen Sie garantieren, dass dieser Mech keine weiteren Überraschungen in sich trägt. Lassen Sie Tests laufen und dann reden wir über den Einsatz in Kampfsituationen. Moment.
Tests laufen. Abgeschlossen. Ich kann Ihnen einen vollständigen Bericht senden. Zunächst jedoch stelle ich die Funktionalität der Normandy wieder her und versichere der Crew, dass alles normal ist. Aber wundern Sie sich nicht, wenn die Crew sich skeptisch gibt. Ihr neuer Körper hat sie vor kurzem noch beschossen. Völlig richtig. Ich gehe auf die Brücke. Joker wird es auch sehen wollen. Da bin ich sicher, dass Joker das sehen will. Cool. Ist da gerade Edie vorbeigegangen? Ja, das war sie. Joker wird daran seine helle Freude haben. Ich analysiere gerade einige Karten. Das glaube ich auch. So, ich wollte mit Garrus reden. Mit Liara kann ich auch noch reden, wir haben ja jetzt einiges an Gesprächsthemen. Und ich möchte ja alles mitnehmen. Wir haben in wenigen Stunden zwei Schlachtschiffe verloren. Ich weiß, Primarch. Ich sehe die Zahlen auch und mir gefallen sie ebenfalls nicht. Wir müssen die Sache umdrehen. Und zwar schnell. Nun, Sie können Shepard vertrauen, Sir. Wenn jemand die Kroganer zur Zusammenarbeit bewegen kann, dann er. Er ist ein alter Freund von Erdnot Rex. Dann hoffen wir mal, dass Freundschaft in diesem Krieg noch etwas zählt. Da bin ich ganz sicher, Sir. Was guckt ihr so nach oben? Na, Garrus, du kalibrierst wieder. Garrus, Sie haben also sofort mit der Arbeit begonnen. Nach den letzten Ereignissen ist das Kalibrieren eines Geschützes der reinste Urlaub. Und es lenkt mich ab. Wir brauchen sie aber nicht nur fürs Zielen. Oh, ich bin bereit. Aber große Geschütze brauchen wir sicher auch. Jede Menge sogar. Die Sovereign ist nicht kampflos untergegangen. Das wird bei ihren Freunden nicht anders sein. Ob es wirklich klug war, Pelevent zu verlassen? Tja, ich glaube, dass es da ihm genauso geht wie Shepard und dem Primarchen. Auf der Erde war dieser Junge höchstens 6 oder 7. Als die Normandy dem Angriff entkam, habe ich ihn sterben sehen. Irgendwie lebe ich noch und er nicht. Mit den Reapern recht zu haben, fühlt sich nicht wie ein Sieg an, oder? Wir wussten beide, es wird ein harter Kampf. Und den haben die Reaper geliefert. Meine Regierung hat wenigstens zugehört. Oder so getan. Ich habe eine Einsatztruppe bekommen, damit ich den Mund halte. Sie sind nun Experte und Berater. Sie waren dabei mein Vorbild, Shepard. Wenn man laut genug schreit, kommt irgendwann wer und fragt, was der Kram soll. Nicht, dass sie tatsächlich etwas dagegen tun. Und wollen dann, dass man ihn abstellt. Nicht so wie früher, was? Abtrünniger Spectre und Mann von Seesicherheit ballern wild um sich und entscheiden alles ganz spontan. Wir sind jetzt respektabel. Wir haben es uns verdient, ne? Bei so vielen gefallenen Freunden ist das eigentlich überraschend. Aber wir haben alle Respekt verdient. Der erste Reaper, den dieses Geschütz erledigt, ist zu Ihren Ehren. Auf Ihren Befehl. Danke. Wollen Sie noch über was anderes reden? Ja, einiges. Sie sagten, Sie hätten noch Familie auf Pelevent. Mein Vater und meine Schwester. Wie lange haben Sie nichts mehr von ihnen gehört? Lang genug, um besorgt zu sein. Keine Sorge, ist so leicht gesagt. Ich meine, Tote in Millionenhöhe. Täglich. Das ist eine Dimension, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ihnen geht's sicher gut. Kennen Sie das Problem mit dem Altwerden, Shepard? Die Plattitüden altern mit. Bald bleibt uns nur noch blinde Hoffnung. Und ich bin ungern blind. Ja, das kann ich verstehen. Ich weiß, Sie machen sich über unsere Feinde keine Illusionen, Garrus. Wie sehen Sie unsere Chancen? Im Moment sieht's schlecht aus. Aber ich glaube an den Sieg. Denn zum ersten Mal sind wir in diesem Kampf nicht alleine. Etwas habe ich bei C-Sicherheit gelernt. Wer befürchtet, bald grausam zu sterben, ist ziemlich motiviert. Statt ständig an ihnen zu zweifeln, werden ganze Zivilisationen darum betteln, dass sie sie retten. Yay. Nach dem, was auf Pelevent passiert ist, glauben Sie das noch? Natürlich wird es Verluste geben. Aber das lernen Turianer schon von Geburt an. Wenn am Ende eines Krieges nur einer überlebt, ist das bereits ein Sieg. Aber die Menschen wollen immer alle retten. Das wird in diesem Krieg nicht passieren.
Da hat er leider recht, aber ich meine, man sollte eigentlich immer alle retten wollen oder zumindest es versuchen. Unnötiges Blutvergießen bringt niemandem etwas. Und außerdem ist man dann vorsichtiger. Was haben Sie da für eine Reaper-Einsatztruppe geleitet? Nach Ihren Erlebnissen im batarianischen Sektor wusste ich, dass die Zeit knapp wird. Für uns alle. Der Citadel-Rat war eine Sackgasse, also tat ich etwas, was ich nie wollte. Ich ging zu meinem Vater. Er war bei C-Sicherheit, oder? Und er hat Sie nicht ganz gleichberechtigt behandelt, richtig? Gelinde gesagt. Aber er hatte großen Einfluss auf die turianische Regierung. Der Primarch, also der Alte, war sein Freund. Also ging ich zu meinem Vater und erzählte ihm alles, was wir über die Reaper wissen. Von Saren bis zur Kollektorenbasis. Ja, das ist unglaublich, ne? Nicht mal ich würde alles glauben. Einiges davon klang ziemlich verrückt. Bigil, das Gespräch mit der Sovereign of Vermeier. Aber mein Vater hat nur zugehört. Wie früher bei C-Sicherheit. Er hat sich sein eigenes Bild ausgemacht. Wenn Verbindungen da waren, leugnete er sie nicht. Und er erkannte, was wir schon wussten. Die Reaper kommen. Schön, dass mal jemand zustimmt. Er hat mehr getan. Er ist damit zum Primarchen gegangen. Sein Stil gefällt mir. Leider war der Primarch nicht so überzeugt. Mein Vater blieb hartnäckig und bekam einige Ressourcen zugeteilt. Die nennt man dann Einsatztruppe und hat das Gefühl, man habe etwas unternommen. Naja. Immerhin mal einer, der zuhört und das glaubt, was wir beweisen können. Was haben Sie gemacht? So viel mir möglich war und noch ein wenig mehr. Wir sicherten unsere Kommunikationswege, stockten die Notfallvorräte in den Kolonien auf und verbesserten unsere Frühwarnprotokolle. Hat's geholfen? Ich hoffe, es hat unserer Flotte etwas Zeit verschafft. Nach dem Krieg wissen wir es. Wenn es einen nach dem Krieg gibt. Würden Sie für den neuen Primarchen bürgen? Selbst wenn nicht, ziehen Sie mit dem in den Krieg, was Sie haben. Wird er sein Wort halten? Victus hat noch nie gelogen. Er ändert oft seine Strategie, würde aber nie einen Verbündeten hintergehen. Und falls doch, suchen wir eben einen neuen Primarchen. Oder wir töten so lange alle Primarchen, bis es Gewiss ist. Generäle salutieren vor Ihnen, Garrus. Wo in der Amtsnachfolge stehen Sie eigentlich? Reden wir nicht davon. Primarch Vakarian, verehrter Kriegsheld. Irgendjemand muss Pelevan wieder aufbauen, wenn alles vorbei ist. Ja, jemand, der mit einem Hämmer umgehen kann. Gut, das können wir beide nicht. Und ich glaube, es ist nicht Hämmer, sondern Hammer gemeint in dem Fall. Das ist vorerst alles. Wirklich schön, dass Sie zurück sind. Diesen Kampf verpasse ich bestimmt nicht. Ich bin sicher, hier unten hat jemand Mist gebaut. Ich muss das alte Mädchen wieder in Bestform bringen. Na, kalibrier du mal vor dich hin, ne? Der immer mit seinen komischen Kalibrierungen. Alles und jeder muss immer und überall kalibriert werden. Na, Liara, was hast du zu sagen? Hallo, Shepard. Du hast nichts Neues. Natürlich. Okay. Das haben wir alles schon gehört. Hier haben wir nichts Neues. Na dann. Übrigens, wenn man gegen eine Tür läuft und dann lossprintet, dann läuft man so in Zeitlupe. Das ist lustig. So. Im Maschinendeck gab es nichts. Dann gehen wir nochmal in die Shuttlebucht. Nochmal mit Vega und Dings reden. Wo ist der hin? Okay, reden wir erstmal mit James. Was ist denn mit Edi los? Hat ein neues Zuhause. Super heiß und super sexy. Wenn sie bei Missionen dabei ist, wird mich das ziemlich ablenken. Super. Ah, jetzt kann ich auch normal mit ihm reden. Dann fangen wir mal oben an. Warum benutzen Sie ständig Spitznamen? Ich kann mir so die Leute besser merken. Manche passen einfach nicht zu ihrem Namen. Also gebe ich ihnen einen neuen. Und ich bin also ein Loco. Ja, verglichen mit dem, was Sie schon durchgezogen haben, bin ich stinknormal.
Ja gut, also mit dem, was wir durchgezogen haben. Nee. Sie haben eine Mission gegen die Kollektoren erwähnt. Was ist passiert? Das, was ich erzählt habe. Alles ging den Bach runter und ich und ein paar andere haben überlebt. Wenn Sie den Rest der Geschichte hören wollen, müssen Sie mich richtig betrunken machen. Oder... Oder was? Oder nichts. Tut mir leid, Commander, ich will einfach nicht darüber reden. Nächstes Thema? Ja gut, das kann ich verstehen. Komm mal mit in die Bar. Es fiel Ihnen schwer, die Erde zu verlassen. Wollen Sie noch zurück? Ja, verdammt. Aber ich begreife jetzt, dass ich dort nicht den größten Nutzen bringe. Noch nicht. Wir werden zurückgehen. Ich weiß. Und dafür werde ich alles tun, was nötig ist, Commander. Aber bitte ohne weitere Shuttle-Abstürze. Es macht Spaß, also kann ich nichts versprechen. Außerdem will ich Esteban auf Trab halten. Er ist doch gerade gar nicht da. Familie. Haben Sie Familie auf der Erde? Ja, ein Onkel, Militär im Ruhestand. Und einige Cousins, von denen ich länger nichts gehört habe. Standen Sie Ihrem Onkel nahe? Ja, wegen ihm bin ich zu den Marines. Er war nach dem Tod meiner Mutter der einzige Lichtblick in meinem Leben. Kein Vater? Irgendwo ist er sicher. Aber ich würde ihn nicht als Familie bezeichnen. Nicht mehr. Aber ich wüsste gern, wie es meinem Onkel geht. Wir werden es früher oder später herausfinden. Aber ich glaube, jeder wird jemanden verlieren, der sehr, sehr nahe einem steht. Sie und Lieutenant Cortez kennen sich also bereits. Ja, Esteban war auf Fell Prime, als auch mein Trupp und ich dort stationiert waren. Vor ein paar Monaten haben wir uns auf der Erde wiedergesehen. Er ist ein guter Kerl. Aber sagen Sie ihm das nicht. Es steigt ihm sonst zu Kopf. Wir reden später weiter. Natürlich. Danke für das Gespräch.